So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge HTS Kommentare kommentiert. Heute begrüßen euch die Anita, die Caro und ich. Wir wünschen euch viel Spaß. Fangen wir an mit dem Beitrag von der lieben Katja. Hallo zusammen, ich bin es nochmal. Mein Husky ist 2,5 Jahre alt und unkastriert. Wie kann man mit einem Hund trainieren oder zusammenarbeiten, wenn dieser so sehr mit der Umgebung und den anderen Außenreizen beschäftigt ist? Es ist so schwierig mit meinem, dass man nicht wirklich an ihn rankommt. Ich habe das Gefühl, dass er nicht ganz bei der Sache ist, was wir dann so trainieren. Er ist nur am Umherschauen, schnüffeln und nicht wirklich bei mir, wenn wir unterwegs sind. Auch beim Fahrradfahren hat er die Nase auf dem Boden und lässt sich schwer davon abbringen, diese oben zu lassen. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es so ist. Man kann ihn auch nicht mit anderen spannenden Dingen ablenken, da er mal wieder nur mit sich und dem Schnüffeln beschäftigt ist. Das macht mich irgendwie traurig und ich weiß dann nicht, was ich dann noch anders machen muss. Er hat auch für einiges nicht so lange an etwas Interesse, wenn wir mal was im Garten machen. Irgendwie hat er nicht lange an etwas Spaß, Interesse oder Freude. An was könnte es liegen? Ich bin für ihn anscheinend nicht so interessant, dass er etwas mit mir unternehmen möchte. Liebe Katja, danke für deinen Beitrag. Ja, also erstmal, also ich bin ja der letzte Mensch, der sich auf irgendeine Rasse ausruht, aber den halben Beitrag lang habe ich gedacht, Katja, es ist halt Husky. Ja, so. Und die sind jetzt nicht born to Kooperation mit Menschen. Da muss ich sagen, das leiste dir mal irgendwie 3 Wochen meinen Border Collie aus und dann weißt du, was ich meine. Ja, der ist dafür gemacht, mit dem Menschen zu kooperieren. So, Punkt 1. Punkt 2, man muss ja sagen, es ist ja so, du bist ja nicht plötzlich in der Situation mit deinem Hund, wo er total abgelenkt ist und alles andere ihn interessiert, sondern du kommst ja irgendwie in diese Situation rein. Und es ist so das Übliche, was wir auch aus Seminaren natürlich von Seminaren kennen, dass die Leute zu uns kommen und sagen, ja, Anita, in der und der Situation, wo nämlich eigentlich der Drops schon gelutscht ist, hilf mir, was mache ich denn da? Und da sagen wir immer, das ist nicht der Ansatz unserer Arbeit. Die Frage ist, wie kommst du dahin? Ganz simpel, zum einen jetzt zum Beispiel beim Verlassen des Hauses. Das ist ja nicht so, dass dein Hund aus der Haustür tritt und ist schon komplett im Außen. Er ist vielleicht ein bisschen im Außen, es kommen vielleicht Gerüche in seine Nase. Aber er ist noch auf einem Level, wo du ihn mit ganz normalen HTS-Korrekturen erreichen könntest, ja, oder eben das Klassische von unserer Defi, die große Freiheit, wie verlässt man überhaupt das Auto, ja, dass man da schon im Kofferraum den Hund einschränkt und dafür sorgt, dass der Hund mit einem im Gespräch ist, ja, so, das heißt, auch hier ist wie immer die Lösung Basiskommunikation, ganz normale Basiskommunikation, ja, und sich dann langsam in die Situation reinarbeiten, wo es jetzt für ihn sehr, sehr alles noch, ja, sehr stressig ist und Außenreize. Und man muss auch sagen, klingt nicht schön, ist aber die Wahrheit. Was bedeutet denn Ablenkung? Ablenkung, wenn ein Hund abgelenkt ist von Gerüchen oder von optischen Reizen oder was auch immer. Ablenkung ist eine Alternative zu dir. Das bedeutet, er wählt eine andere Alternative anstatt dich. Und das muss man sich langsam Schritt für Schritt erarbeiten. Der Hund ist 2,5 Jahre alt, intakter Rüde. Das macht die Sache jetzt auch nicht wirklich einfacher. Ja? Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Ja, das Alter, wo sie dann alles ausprobieren und so weiter. Ja, aber es soll keine Ausrede sein für Ungehorsam, aber trotzdem. Und dann noch 2 Sachen. Du sprichst immer wieder davon, dass du mit dem Hund trainierst. Ich frage mich, was trainiert ihr denn da? Ja, also HTS ist ja kein Training. HTS ist eine Form des Zusammenlebens mit dem Hund und umfasst alle Bereiche des Lebens. Da geht man nicht an irgendeine Stelle auf dem Spaziergang oder auf eine Wiese und trainiert irgendwas. Also nicht, dass es nicht auch Übungen gäbe bei HTS, wo man das machen könnte. Aber du sprichst von trainieren. Du sollst ja einfach mit deinem Hund zusammenleben. Und euer Zusammenleben ist das, was du mal. Und mit Zusammenleben meine ich nicht die Situation, wo er total abgelenkt ist. Zu Hause, im Garten und so weiter. Ja, sich da mal die Beziehung ganz genau anzuschauen und zu schauen, passt denn das Verhältnis von Respekt und Zuneigung? Also, ja, wie viel Zuneigung bekommt er von dir und wie viel Respekt bekommst du von ihm? Oder kannst Respekt bei ihm einfordern? Ja, das ist wichtig. Also, ich könnte jetzt auch noch eine Stunde dazu erzählen. Runtergebrochen, also verstehe, was du an der Leine hast, erstens. Und zweitens,
Hör auf, irgendwelche Sachen zu trainieren, lebe mit deinem Hund. Und drittens, schau unbedingt, wo ist der Anfang, wo beginnen die Situationen, weil dein Hund ist nicht sofort auf diesem Level, was du uns da beschreibst. Genau, da wäre jetzt natürlich dann auch die Frage, vielleicht weiß das ja jemand von euch, ich habe das nicht ganz so aktiv verfolgt, wenn du schon mal auf einem Seminar warst oder einen einzelnen Intensivtag hattest, dann wurden dir ziemlich sicher die Basics erklärt und es ist halt bei den Basics bei HTS tatsächlich so, dass du jedes Mal, wenn du die hörst, neue Sachen merkst und feststellst, weil die Basics sehr, sehr tiefgründig sind und es schadet nicht, sich diese Basics öfters anzuhören. Also entweder du organisierst ja eine von den DVDs, wo die Basics erklärt werden oder wo über die Basics gesprochen wird, oder du kommst zu einem Seminar oder du kommst zu einem Einzelintensivtag, je nachdem, was für dich machbar ist. Aber diese Basics, immer wenn du denkst, du hast die Basics von HTS verstanden, hörst du dir die Basics nochmal an und merkst, dass du noch nicht so viel verstanden hast. Das ist ganz normal. Aber ich, wie Anita schon sagt, die Basics sind super wichtig, weil jetzt in dieser Zeit, jetzt mit dem Alter, Pubertät, intakter Rüde, jetzt die Basics wirklich penibel zu verfolgen, ist der Schlüssel, dass du auf kurz oder lang auch bei einem Husky die Möglichkeit eines Mitspracherechts bekommst. Und deswegen ist es umso wichtiger, das zu tun. Liebe Katja, und noch was, weil du geschrieben hast, dass du dann traurig bist, wenn du bei deinem Hund nicht durchkommst. Eine Sache ist ganz wichtig und das sagt Anita auch wirklich sehr oft. Führung und negative Emotionen passen nicht gut zusammen. Wenn dein Hund merkt, dass er dich damit steuern kann, energetisch, dann wird er das tun. Ja, das heißt, was dir vielleicht auch helfen könnte oder helfen wird, weil es ist kein Konjunktiv, sondern das wird so sein, wenn du an deiner inneren Haltung dem Gegenüber arbeitest. Anita sagt das in ihrem Hörbuch so schön, da gibt es diese Kette von, wie komme ich von einem Problem zu einem, ich weiß nicht mehr, was das Endergebnis ist, aber du gehst einen Prozess durch. Ja, aktuell ist es für dich schlimm, was da gerade passiert, aber eigentlich kannst du daraus lernen, du kannst daran wachsen und im Endeffekt kannst du dafür dankbar sein, was dein Hund dir gerade zeigt, weil das ist eine Lektion und er wird dich so lange auf diese Lektion aufmerksam machen, bis du sie gelernt hast und ich glaube, dass vieles von dem, was du schreibst, einfach damit zusammenhängt, wie du selber zu der Sache eingestellt bist und du brauchst nicht traurig sein, sei dankbar für das, was der Hund dir gerade schenkt, damit du wachsen kannst. Und wenn du wächst, wird dein Hund mitwachsen und wird er dankbar sein, dass du das verstanden hast, was er von dir möchte. Ja, aber auch wie immer, es ist alles nur Ferndiagnose. Wie gesagt, ich kenne nur deine Beiträge, ich kenne dich als Mensch nicht, ich kenne deinen Hund nicht, ich kenne euch als Team nicht, aber das ist das, was ich jetzt da so zu sagen kann, ja. So, ihr Lieben, das war eine weitere Folge HTS-Kommentare kommentiert. Wir hoffen, ihr hattet mindestens so viel Spaß wie wir. Ihr konntet was mitnehmen, ihr konntet was lernen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie einfach unter diese Folge oder in unseren Sammelbeitrag und checkt auch unbedingt unsere Homepage aus. Wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao!